Wahlen waren eindeutig. In meinem Landkreis erreichten antidemokratische Kräfte mehr als 30%. Viele fragen sich, wie steht es um die Demokratie in Ostdeutschland? Was sind die Gründe? Gibt es noch Hoffnung? Für mich ist klar, wir müssen zeigen, dass wir verstanden haben. Die Wünsche des ländlichen Raumes müssen mehr Beachtung finden. Und damit kommen wir zum heutigen Petitionsbericht, weil er Lehren und Lösungsmöglichkeiten für uns bereithält. Denn dass es 2023 8% mehr Petitionen aus Mecklenburg-Vorpommern gab, zeigen wir, sie ist noch da. Die Hoffnung auf unsere demokratische Kultur, auch in Ostdeutschland. Wer sich auf den Weg macht, über das Petitionswesen des Bundestages ein Anliegen an die Politik zu richten, der glaubt an die Chance auf positive Veränderung. Der hat noch Hoffnung in die parlamentarische Demokratie. Über diese mit Petition verbundene Hoffnung möchte ich sprechen, aber auch über die Grenzen anhand von 2 Petitionen aus meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dabei muss man verstehen, dass hinter Petitionen immer auch wichtige Anliegen für Regionen und ein ganzes Bundesland stehen können. Eine dieser Petitionen, die ist schon angesprochen worden, von 95.000 Menschen und mitgezeichnet, ist die Petition gegen ein LNG-Terminal auf der Insel Rügen. Die Bundesregierung will das LNG-Terminal zur Sicherung der Energieversorgung. Die Unterstützerinnen der Petition verweisen auf ökologische Konsequenzen von zusätzlicher LNG-Infrastruktur und die konkreten Einschnitte vor Ort wie Lärm, Naturschutz und für den Tourismus. Ein schwer aufzulösender Konflikt. Um es kurz zu machen, die Petition konnte das Terminal nicht verhindern. Aber sie gab den Gegnern des Terminals eine Stimme hier in Berlin und es gelang ein kleiner Achtungserfolg. Die Bundesregierung hat versprochen, die Bahnverbindung von Berlin über Stralsund nach Binz, die sogenannte Vorpommern-Magistrale, endlich auszubauen, um so auch den Tourismus zu stärken. Ein lang gehegter Wunsch vieler Menschen auf der Insel und im nördlichen Vorpommern. Aber aktuell steht genau diese Zusage an die Region wieder auf der Kippe. Die geplanten Kürzungen für den Haushalt 2025 gefährden den Ausbau, weil nicht genügend Geld für die Bahninfrastruktur zur Verfügung steht. Um es klar zu sagen, ich erwarte, dass das Versprechen eingehalten wird und die Deutsche Bahn dieses auch umsetzt. Sonst droht Enttäuschung, wo Akzeptanz möglich gewesen wäre. Ähnliches gilt für eine andere Petition, die wir im letzten Jahr mit dem höchsten Votum verabschiedet haben. Knapp 120.000 Menschen haben ihre Unterstützung für eine Petition gegeben, die fordert, die medizinische Versorgung für sehr kleine Frühgeborene auch im ländlichen Raum abzusichern. Die Petition wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg gestellt. Der Neubrandenburger Klinik wurden 2023 die Behandlung von sehr kleinen Frühchen mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm versagt. Die Klinik hat die vom politisch unabhängigen gemeinsamen Bundesausschuss festgesetzte Mindestmenge an Fällen pro Jahr für die Behandlung von sehr kleinen Frühchen nicht erfüllt und musste deshalb die dafür spezialisierte Station, ihr Perinatalzentrum 1, schließen. Ein Thema, das viele ländliche Regionen in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, betrifft. Diese Petition aus Neubrandenburg hat im letzten Jahr viel angestoßen. Öffentliche Anhörung, ein parlamentarischer Abend, Berichterstattergespräche, all das hätte es ohne die Petition nicht gegeben. Aber obwohl die Petition einstimmig mit dem höchsten Votum im Petitionsausschuss verabschiedet wurde und obwohl in der Diskussion um die Petition ein möglicher Kompromiss mit den beteiligten Fachgesellschaften entwickelt worden wurde, hat der politisch unabhängige gemeinsame Bundesausschuss sich dem konstruktiven Impuls der Petition bisher verweigert. Wohlgemerkt gegen die Empfehlung der Fachgesellschaften. Die Menschen in Neubrandenburg und in der Mecklenburgischen Seenplatte haben gehofft, dass sie gehört werden. Und genauso wie fast 1,6 Millionen Menschen, die im letzten Jahr Petitionen an den Deutschen Bundestag unterstützt haben, haben sie weiterhin Hoffnung. Hoffnung in unser demokratisches System. Hoffnung, dass wir auch noch für die Petition aus Neubrandenburg eine Lösung finden. Und da ist ein Hoffnungsschimmer. Es wurde eine Evaluation der Regelungen in Auftrag gegeben. Ein Zwischenbericht soll im Februar 2025 vorliegen. Es gibt also noch Hoffnung. Und für diese Hoffnung werden wir weiter kämpfen. Dankeschön.